Weg ist sie, mein Beileid. Das ist eine Schappe, trois, sans, à tout. Ich begreife nicht. Was begreifen Sie nicht, Graf? Ich begreife nicht, denken Sie nur an Baron, das ist doch auch zu sonderbar. Ich flirte mit ihr und gebe ihr zu verstehen, dass ich dies und jenes an Garderobe spendieren würde und sie will Nacktheit haben. Nacktheit? Nacktheit, tout court. Verzeihung, Graf, wollen Sie damit sagen, dass Sie statt Peignoir, Hemdchen, Deshabillés, Dessous, irgendwelche Lenden, Schenkel, Fußfesseln, weiter nichts? Nichts, Körper und weiter nichts. Oh, welch ein Rauschen in der Natur! Was ist das denn? Ist das ein Hund, ein Dog oder ein Langfinger? Wo haben Sie denn den aufgegabelt? Halt, warten Sie, Baron. Oh Gott, ich beginne zu begreifen. Sie hat auf dieser Bank geschlafen. Ich habe diesen Spitzbuben auf sie losgelassen. Er sollte ihr was stehlen, damit ich mich dann dazwischen werfen kann und mich hier vorstelle. So war die Intrige. Kollege, wir arbeiten hier, aber bah, verstehe. So reden Sie doch, Graf. Im Schlaf hat sie seine Hand in ihrem Mieder gefühlt, aber sie dachte, es sei meine Hand, dass ich das sei. Verzeihung, Graf, wollen Sie damit sagen, dass Sie eigenhändig die Hand in ihr Mieder gesteckt haben, auf der Bank, unter dem Baum, auf dem Platz, in der Grünanlage? Und das ohne ihr vorgestellt zu sein? Welch abwegige Idee. Die Städtchen von der Platte. Sie dachte, ich wär's gewesen. Ich hätte ihr hineingesteckt. Und deshalb begehrt sie plötzlich Nacktheit, Nacktheit mit mir, großer Gott. Um Vergebung. Nacktheit begehrt sie? Nacktheit mit Ihnen, Graf? Soll das etwa heißen, Sie, Graf, ohne Stuck, ohne Monokel, ohne Chapeau-Klack, ohne Beinkleider, ohne Unterhosen? Nacktheit will sie mit mir. Kurz noch mal einmal durchsprechen und dann holen wir die.